So, wo stelle ich das mal ein? Da, glaube ich. So, ich hoffe, das ist nicht zu leise. So, ich habe es jetzt ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, ja, dass die Musik und so nicht jetzt zu leise ist und die Geräusche. Ja, dass man das nur hört. ist manchmal gar nicht so einfach, das so richtig zu kalibrieren. Jedenfalls habt ihr gehört, ja, ist eine gute Idee. Ja, also der was spendet, der wird hier ein NPC bekommen von Custom NPCs. Den werde ich dann hier in diese Welt einbauen. Und je nachdem, wie groß der Spendenbetrag ist, bekommt er auch ein entsprechendes Haus. Ja? Okay? So in der Größe oder so. Wird jedenfalls. Und dann weiß ich nicht, wenn das außergewöhnlich groß sein sollte, der Spendenbetrag, dann kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass derjenige dann auch mal mit hier in dieser Welt mit dabei sein kann. Aber dann muss er halt auch die ganzen Mods haben. Das wird sehr aufwendig werden. Aber ich denke mal, beim ganz außergewöhnlichen Betrag kann man das irgendwie mal einrichten. Aber ich will da noch nicht hier, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aber so ungefähr, ja, könnte man so machen, denke ich. So, jetzt haben wir hier diesen Kompost. Und nun kann ich den nehmen. Und muss ich den jetzt mit Erde mischen, ne? Wie gesagt, jedenfalls ist es freiwillig, ne? Mit diesem Spenden fühlt euch nicht dazu gezwungen oder genötigt, mir was zu spenden. Das ist nur, wenn ihr, wie gesagt, das unterstützen wollt, die Arbeit, weil es steckt ja auch natürlich schon Arbeit dahinter. Ja, das alles, sich dafür Zeit natürlich zu nehmen, aufzunehmen, das zu schneiden, ne, zu rendern und so weiter und so fort. Ne? Es ist halt schon ein bisschen Arbeit, aber es ist halt Arbeit, die man gerne macht. Ne? Ist ja, aber wie gesagt, wer dafür was zahlen möchte, kann das machen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Ist halt so. Aber wie ihr mögt. So, gucken wir mal. Erde und das ergibt. Aha! Sehr schön. Gartenzoll. Das ist alles? Kriegt er nur ein? Aus einem so ein. Wie jetzt? Das. Ein Block nur? Wieso nur ein Block? Ach so, das ist klar, geht auch so. Ah, okay. Ah, das ist dunkel. Wollte so bloß schlafen. So. Aber wieso habe ich da jetzt nur einen Block davon bekommen? Ich dachte, das war mehr. Gucken wir nochmal. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen oder so. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Schauen. Ne, ist echt nur. Ach so. Ist das egal, wie viel man. Ich habe jetzt eine zufällige Auswahl an Bambus genommen und er hat den ganzen Bambus verbraucht? War das vielleicht gerade die richtige Menge oder was? Na gut. Das ist wirklich geizig, das Ding. Also, das sagt uns das. Es ist teuer. Und das heben wir uns mal auf. Hier brauchen wir das ja nicht. Vielleicht. Was? Geht das eigentlich jetzt? Ne, hier kann man das auch nicht reintun, ne? Ja, hätte ja sein können. So, wir heben uns das natürlich auf für ein Feld, was wir denn mal ohne Wasser machen. Ne? Das ist ja Quatsch, wenn wir das jetzt verwenden. Für jetzt das Feld, was Wasser hat. Wo tue ich das mal hin, damit ich das nicht vergesse? Tun wir das da oben hin, ja? Denke mit dran, ne? Dass ihr auch den Zukunftsinselgamer dran erinnert, dass er den Kompost, die Komposterde da in den Tour reingetan hatte, ja? Okay. So, jetzt können wir aber mal gucken, dass wir nach Diamantenschau Ausschau halten. So, noch ein paar Sachen loswerden. Ne?
So, guck mal, hier haben wir schon mal das fertig. Können wir das hier auch noch reintun? Wo tue ich denn die anderen Sachen hin? Mal sehen, ich tue das erstmal hier alles so rein. Die Amulette. Bohnen. Mais können wir auch hier reintun. Warte mal, tun wir den mal hier erstmal rein. So. Ah, hier haben wir noch ganz viel Lavendel übrigens. Da weiß ich auch noch nicht genau. Das sieht bestimmt auch ganz schön aus, wenn man da irgendwie so eine, hier drüben vielleicht so eine Lavendelwiese macht. Ja, mal schauen. Aber erstmal tun wir den mal hier hin. Hier ist auch noch das. Kann ich ja wieder zum anderen tun. Was ich nicht hier alles habe. Gläser. Ja, Gläser können wir eigentlich auch in den Schrank tun. Gläser tun wir mal dahin. Weizen-Seeds, das können wir alles runden. Hier Brote, Brote. Ne, die machen wir ja noch fertig. Und was schreibt die Mary? Nein, je mehr du da rein tust, desto mehr kommt da raus. Doch, die Tomaten brauchen ewig ohne Komposterde. Die ganzen verschiedenen Steine wären doch in den Truhen im Lager gut aufgehoben. Willst du dir auch die DLC für Fallout holen? Oder hast du die schon? Achso, die Nuka-Cola DLC, ne, die habe ich noch nicht. Aber wie gesagt, erstmal will ich Fallout an sich durchspielen. Und das wird noch dauern. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee, da die Komposterde dahin zu tun, für, wo die Tomaten sind, ne? Da hast du vielleicht recht. Ja, okay, machen wir so. So, ja, mit den Steinen, ja, das kommt noch. Das, da werde ich mir auch nochmal Zeit nehmen. Vielleicht mache ich das auch mal so offscreen. Das mit dem Sortieren ist vielleicht besser, oder? Was haltet ihr davon? Soll ich das in der Aufnahme machen mit dem Sortieren, oder? Guck mal. Ja. So. Schwuppsdiwupps, nimm die mal raus. Und die Kompost. Ist das jetzt die Komposterde? Ja. So, haben wir jetzt hier die Komposterde und dann können wir jetzt hier die Tomaten wieder reinholen. So. Wunderschön. So, nun aber, ne, jetzt gucken wir mal nach Diamanten, damit ich vielleicht noch Diamanten, also genug Diamanten habe, um euch zu zeigen, ja, wie die Animal Bikes Mod aussieht. So. Aber ich glaube, das wird echt lange dauern. Vielleicht sollte ich das doch lieber in einer anderen Aufnahme machen. Ja, können wir ja mal gucken, wie weit wir kommen. Hm? Hake? Ja. Ah ja, die könnte ich... Die brauchen wir jetzt ja auch nicht. So. Was können wir denn hier noch reintun? Ja, ich tue das erstmal hier alles, was ich jetzt wirklich nicht brauche. Einfach mal hier rein. Das könnten wir gebrauchen, weil wir, ne, was wir essen brauchen bestimmt. Ja, das andere muss ich, warte mal, hier. Ich hätte am liebsten schon jetzt, dass das fertig wäre mit dem Sortieren. Machen wir das denn? Hier ist übrigens noch Salz, Pam Harvest Craft Salz und das Salz. Das tun wir auch mal hier raus. Hier haben wir das. Ist das denn jetzt wenigstens jetzt okay mit der Musik und den Geräuschen? Hört man die jetzt alles noch und hört man mich jetzt besser? Ja, okay, bis später denn. Oder dir auch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei Void 81.
Was schreibt Mary? Nee, bevor du die Samen in die Erde tust, ich weiß nicht, ob die Tomaten sonst vielleicht nicht wachsen. Wie jetzt? Wie, bevor ich die Samen in die Erde tue? Verstehe es nicht. Ich habe jetzt Komposterde reingetan und dann die Samen. Ist doch richtig so rum. Andersrum macht es ja auch keinen Sinn, oder? Verstehe es gerade nicht. So. Jedenfalls will ich mich da jetzt nicht weiter länger aufhalten. Ich denke, die Tomaten, die wachsen da jetzt, hoffe ich. Ach, hier habe ich da auch schon Bohnen. Dann kann ich dir... Mann, was ist denn das? Guck mal. Kommen wir hier raus? Komm, wir können auch hier... Alles, was jetzt an Pflanzen ist, können wir eigentlich... Ups, jetzt verteile ich hier die ganzen Bohnen. Guck mal, das können wir erstmal hier raus tun. Was alles jetzt pflanzlich ist, da haben wir doch eigentlich schon extra Truhen. So. Ne? Da noch Pilze. Guck mal, die Schale. Die können wir auch nicht genau, warte mal. Könnten wir nicht direkt mal machen, dass wir da haben wir schon mal. Hä? Achso. Da haben wir ein paar Pilzsuppen. So. So, haben wir wenigstens was zu essen. So. Die Bohnen tun wir mit hier hin. Sind das hier noch Jute Seeds? Jute Seeds. Ja, lasse ich mal hier. Dann ist ja alles. Genau, dann hole ich mal die Jute. Genau, warte mal. Wenn da schon die Jute Seeds sind, macht es ja auch Sinn, dass wir die Jute auch mit hier hin tun. So. Die Erdbeeren tun wir auch erstmal hier hin. Die Bäume tue ich jetzt auch erstmal hier hin. So, egal. Das hier auch. So langsam kommen wir ja vorwärts. So. Gehen wir mal nach oben. Und tun das Salz da weg. Oh, es flackert jetzt schon wieder richtig. Das andere Salz vom Pam Harvest Craft tun wir mal daneben. So. Pilze tun wir auch mal hier hin, weil da können wir nämlich hier auch immer die Pilz... Tue ich jetzt einfach mal hier rein. So. Erstens Komposterde, zweitens Hacke benutzen und drinnen Samen rein. Ach du mein... Ach so. Ja, hast du die sonst noch nie gehört, die Zelda-Musik bei dem Let's Plays? Die müsste eigentlich auch schon mal da gekommen sein. Und die Geräusche sind auch nicht zu leise jetzt. Aber die... Oh, ist schon dunkel. Ach so, stimmt. Jetzt weiß ich, was du meinst mit Hake. Ich hab das gar nicht... Hast ja recht. Muss ich mal gucken. Aber ich konnte die... Aber es schien so, dass ich das nicht brauchte. Dass ich das haken musste. Ups. Ich glaube, das musste ich nicht. Ich konnte die Tomaten so einpflanzen. Siehst du? Aber ich kann das ja nochmal so machen, oder? Ist vielleicht besser. Vielleicht wächst das dann wirklich effizienter. So, machen wir das mal so. So sicher, ne? So ist ein bisschen besser, hoffentlich. So. Entschuldigung. So, nun könnten wir aber nun wirklich mal los und gucken, ob wir Diamanten finden. Werde ich dann eine andere Playlist anmachen. Hier diese Boote, warte mal, können wir austauschen, da sind die ja schon wieder fertig. Man, ah, blöd, dass man da so wenig stacken kann. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug Nahrung eigentlich dabei. Ja, ich nehme sonst auch normales Brot mit, das ist natürlich
Was ist das eigentlich hier? Ganz normale Erde, ne? Also nicht normale Erde, irgendwie komisch, keine Ahnung. Bearbeitete Erde, ne? Habe ich, glaube ich, mit Schüssel bearbeitet. Kann das sein? Nee, Salting Mod. Hm, verstehe ich nicht. Naja, okay, wir brauchen ein paar Diamanten. Ich habe 2 Diamanten, habe ich noch. Wir brauchen da, glaube ich, noch 7. Gucken, ob wir 7 Diamanten finden. Okay. Aber wenn ich hier die... Die brauche ich ja jetzt eigentlich auch nicht. Na, dann müssen wir erstmal hier reintun. Ist sowieso bald kaputt. So, Fackeln habe ich auch noch. Eigentlich genügend. Eine mehr. Guck mal, da können wir die auch noch hier hin tun. So, können ja trotzdem vorsichtshalber Kohle noch mitnehmen. Und ein paar Sticks vielleicht, falls... Ne, brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Quatsch. Was soll's. So. Könnten aber... Was haben wir denn hier noch so? Mhm. Auch noch Salz. Naja, das kann ich ein anderes Mal noch sortieren. Emeralde. So, den Rucksack, den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Warte mal. So. Was haben wir hier? Genau, dann nehmen wir da nochmal Spitzhacken raus. Aber ich brauche ja eigentlich echt noch ein Regal. Aber ich bräuchte eher ein Bücherregal. So, den nehmen wir mal mit dem Vorsilber mit, falls wir uns in der Höhle verlaufen sollten. So, ich glaube, wir könnten los. Ah, warte mal, ich habe gar keinen Helm und keine Schuhe mehr. Aber ich habe auch, glaube ich, gar kein Eisen mehr, oder? Ja, siehst du, es wird sowieso Zeit, dass wir mal in eine Höhle gehen. Ah, das Brot ist auch fertig, dann kann das ja auch noch rein. So, wo könnte ich denn noch... Ich glaube, oben in der Truhe habe ich noch Rüstung. Siehst du, hier habe ich nämlich meine 2 Diamanten. Da fehlen noch 7. Ich gucke nochmal vorsichtig, ob ich noch irgendwo Rüstung habe. Ah, wir haben ein Bett. Ja, könnte man mitnehmen, ne? Das. Aber in der Höhle braucht man eigentlich kein Bett. Weil da ist ja egal, ob da Tag oder Nacht ist. Ne, ich habe da, warte mal, habe ich vielleicht doch noch im Rucksack da was gehabt, was ich übersehen habe an Rüstung? Ein bisschen ist mir, als ob ich da noch einen Helm oder so hatte. Na, leider nicht. Okay. Nun gut, dann denke ich, bin ich jetzt gut vorbereitet für die Höhle. So, gucken wir mal auf den Atlas. Können wir mal schauen, wir sind hier. Ja, wo könnten wir denn mal hin? Wir könnten mal eine ganz neue Höhle vielleicht mal uns auserkoren. Guck mal, hier zum Beispiel. Hier waren wir auch noch gar nicht. Vielleicht gibt es ja hier eine Höhle, ja? Gucken wir mal, wie kommen wir da jetzt hin? Ist das denn diese Richtung? Ja, tatsächlich, ist diese Richtung. Gucken wir mal in diese Richtung, ob wir da eine Höhle finden. Ach ja, Eisen habe ich ja gar nicht. Nee, ich hatte auch nirgendwo Eisen. Ne? Ich will noch mal gucken. Nicht, dass ich irgendwo noch Eisen habe. Ja, ich bräuchte also schon ein bisschen bessere Rüstung, wäre cool. Aber nein, ich habe echt... Habe ich echt nirgendwo mehr Eisen? Das gibt's ja wohl nicht. Kann doch nicht angehen. Hat sich da der Vergangenheitsinselgamer da gedacht, dass er das ganze Eisen da verbraten hat? Ist auch nicht irgendwo ein Stein, den ich jetzt übersehe, wo ich denke, das ist Cobblestone oder so und dabei ist das Iron, also unverarbeitetes Eisen, also Eisenerz. Ah. Na egal. Aber ich könnte einen Ofen machen, den könnte ich mitnehmen. Das könnten wir machen. Wenn wir nämlich Eisen finden,
Dann können wir nämlich uns das direkt, weißt du? Aber eine Werkbank, genau, eine Werkbank. Warte mal, Werkbank wäre gut. Ich glaube, hier hat es gesagt, ne? In einem Rucksack hatte ich noch eine Werkbank, oder? Nee. Ah. Hatte ich da nicht einen Weg? Oh, ich hatte auch noch eine Werkbank. Da, siehst du? Den nimm mit. Tun wir hier hin. So. Genau. Und dann ist das auch schon das auch fertig. Guck mal, da haben wir auch ganz viel Nahrung. Ja, stimmt. Aber das ist die Rüstung bei der Reise, die ist ganz schön draufgegangen, ne? Da habe ich schon ganz schön Schaden wohl erlitten bei der Reise. Weil die war noch recht neu, ne? Vor der Reise hatte ich mich eigentlich, meine ich, auch gut ausgerüstet. Und das alles kaputt. Nun gut, dann was wollte ich jetzt im Ofen noch bauen? Hatte ich da das Gneis? Kennst du Oliver Gneisen? Oder die Gneisens? So. So, haben wir noch einen Ofen. So. Dann noch Kohle mitnehmen. Aber wohl, wir werden in der Höhle ja Kohle wohl finden, aber wenn wir doch zuerst Eisen finden sollten, nur nehmen wir doch hier die Kohle noch mit. Dann lassen wir das Gabbro hier. Guck mal. Das, ja. Ich könnte... Was habe ich... Na, das geht ja noch. So. Nun gut, jetzt aber, ne? Jetzt wollen wir mal los. Dann machen wir auch wieder Monster an. Nee, so viel werde ich jetzt nicht suchen. Wir wollen ja hauptsächlich, bin ich ja nur wegen Diamanten und jetzt auch Eisen, ne? Das sind halt so die Hauptdinger, die ich jetzt suche. Die wir brauchen. So, dann gehen wir mal los. In diese Richtung habe ich gesagt. Gehen wir mal hin. Und sobald ich über den Fluss bin, werde ich dann mal Monster anstellen und dann eine andere... Sobald wir in der Höhle sind, auch eine andere Playlist. Oder wir erst, wenn wir eine Höhle gefunden haben. Sagen wir, oder doch. Oder. Nee, ich war jetzt am Überlegen. Ach hier, guck mal, hier geht's schon... Wir waren nämlich schon mal drin gewesen. Wollen wir diese Höhle nehmen? Ist auch nicht so weit weg, bevor wir... Genau, gehen mal hier rein. Hier waren wir schon mal drin. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht ganz erkundet. So, dann stellen wir mal direkt um. Ne? Machen wir die andere Playlist an.